So, und damit, es ist folgendermaßen, wir haben für die nächsten Tage zwei Charaktere, Malle Knüller, LKW-Fahrer und Vater Valentin, der die heilige Raute eröffnet, denn Cello ist alles ein bisschen spontan, ich weiß für den einen oder anderen, wir hatten ganz, ganz große Lust, den Community-Server Pepega Island als quasi eine Art kleine Season mit der Community zusammen aufzumachen. Ja, der ist jetzt offen und für eine Woche. Und weil das ein begrenztes Projekt ist, damit ihr Spaß haben könnt, RP haben könnt, einfach auf, euch aufs RP konzentrieren könnt. Ihr müsst nicht farmen. Ihr bekommt Startgeld. Ihr bekommt alle 200.000 Ingame-Dollar cash-free einfach in die Hand gedrückt. Ja, dafür gibt's gleich einen lebendigen Geldautomaten. Alle, die trusted sind, können ab jetzt spontan, ich weiß, überraschend, können ab jetzt auf dem Pepega Island Community Server connecten, wenn sie Lust haben. Und wir haben einfach eine Woche lang eine Menge Spaß zusammen. Ihr wisst, das ist alles immer RP mit dem Augenzwinkern, ne? Es ist Community Server, es ist nicht jetzt so Hardcore RP oder keine Ahnung, dafür gehen wir auf KW, ne? Sondern es ist einfach nur Fun, gute Zeit haben, Spaß haben und eine gute Woche haben. Hallo. Seid gegrüßt. Ich habe gesagt, das ist eine Straße, Mann. Sie müssen da vorsichtiger drüber gehen, ja, ein bisschen schneller. Ja, ich muss vorsichtig. Ich bin älter. Ich habe meine, also naja, ich meine Kirche, die ich habe das Gebäude verloren. Sie haben das Gebäude verloren, Mann. Ja, also nicht, dass es mir entwendet wurde. Ich kann es nur nicht finden. So sagt. Diese Kirche gibt's nicht. Nun, ich hab's neulich noch gesehen. Ich bitte her, weise mir den Weg zur der heiligen Raute. Ich muss ein Gebäude. Sagt, ihr habt ein Fahrzeug, junger Mann. Würdet ihr vielleicht mit mir nach meinem Gebäude schauen? Jo, Mann, steig ein, gar kein Problem. Ich bin Rudi Gamboberg, Mann. Tut mir nur den Gefallen und raubt mich nicht aus. Ich besitze nichts. Ich bin ein Kopf. Polizist. Polizei? Ja, ich bin Polizei, guck. Also Polizei, weil sie tatsächlich Polizist sind, Herr Gamboberg, oder Polizei, weil sie die Uniform eines Polizisten entwendet haben? Nein, Mann, wir sind tatsächlich Polizisten. Ich nicht. Also ich könnte ausrauben. Sie sind keine Polizistin. Noch nicht. Doch, natürlich. Polizistin. Moment. Hier drin sind wir, noch keine. Noch jemand. Oh. Seid ich gegrüßt. Nicht. Könntet ihr eventuell mit mir meine kirchlichen Örtlichkeiten aufsuchen, suchen, helfen, diesen zu finden? Ja, das kriegen wir hin. Steigen Sie ein. Und bitte anschnallen. Okay. Dafür müssen Sie beten. Ich weiß, Bruder Gamboberg. Beten muss ich bei Ihrem Fahrstil auch, das Ganze hier zu überleben. Das geht schon, ich kann das. Ich bin unsicher. Ich bin weg, das war wirklich knapp. Können Sie bitte auf Ihrem Platz sitzen bleiben? Naja, ich bin ein bisschen wohlgenährter. Bei derartigen Geschwindigkeiten kommt meine Masse etwas in Wallung. Gehkraft. Ja, Gehkräfte. Ja, hier, das könnte hier fehlen auf jeden Fall Lampen. Aber ich glaube... Ich glaube, es ist abgeschlossen. Das ist korrekt. Hätten wir jetzt Vater Edmidibuse hier. Guck ihn doch mal an. Oh, ich kann ihn besuchen. Ja, du kannst, also dafür brauchst du ihn trotzdem. Ja. Ich hab das irgendwie mal gemacht. Puh. Moment. So, diese kann man nicht mehr kaufen. Ich hab die Türen geöffnet. Ich bin nämlich kirchlicher Makler. Auch. Kirchenmakler, ja, Kirchenmakler. Die Kirche verkauft auch Immobilien. Aber nur Heilige. Natürlich, gesegnete Immobilien. Brauchen Sie ein Handy? Ich weiß nicht, ob ich mit so viel Technik umgehen kann, aber ich würde schon in ein Telefongerät würde ich nehmen. Gib ihm eins rüber.
Frau Kramer, geht mal in diesen Raum hier, in diesen Bücherraum. Und okay. Nun, ich möchte dich bitten. Frau, wie ist Ihr Name? Miller, gehen Sie doch einen kleinen Schritt nach hinten. Nur okay, falls es sich hier um einen Dämon handeln sollte, so werden wir. Frau Kramer, kommen Sie einen Schritt vor dem Bücherregal hervor. Wir werden herausfinden, ob ein Dämon in euch lebt. Okay, ja gut. Okay, wir glauben an den heiligen Long Shen. Ich glaube doch gar nicht daran. Ja, okay, wir glauben an den heiligen Long Shen. Long Shen, der über uns wacht. Long Shen, der über uns wacht? Jo, Mann, ich brenne an! Ja, okay, ich glaube, da ist der Dämon! Jo! Ja, nice. Ich glaube, wir sollten hier raus. Oh, oh. Jo, feier noch, Mann! Aua, aua! Kann ich rennen, weil ich Handschellen anhabe? Jo, das Kabermann, du hättest mich angezündet. Ich würde sagen, ich habe nun, Bruder Gamboberg, ich würde sagen, ihr seid von einem Dämon besessen und solltet ab jetzt einmal am Tag zur Beichte kommen und wir werden den scheiß Dämon aus euch raustreiben. Jo, haben Sie nicht den Augenblick von denen gesehen, Mann? Die hat ihn auf mich übertragen. Ja, wir müssen dann auch leider weiter. Ich muss jetzt noch nach Kollegen suchen, weil wir sind aktuell leider nur zwei, ne? Wo finde ich ein Auto? Das ist eine gute Frage. Ein Auto finden Sie an der nächsten... Auf der Straße stehen da voll viele rum. Also ja, aber... Ja, das wäre Diebstahl, nichts läge mir ferner. Das nächste Autohaus ist... Vielleicht können Sie sich auch ein Autohaus hier hinbauen, wenn Sie schon Immobilienmakler sind. Nein, ich bin... Ja, könnte ich. Ja, Holikas ist doch hier. Warte mal. Holika? Irgendwo hier. Holika? Irgendwo hier. Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, Holikas gibt es nicht die richtigen Fahrzeuge für eine Kirche. Ach so, diese. Ich glaube, Holikas war in ein spezieller Autoladen. Man berichtete mir davon aus einer fernliegenden Vergangenheitszeit. Wir mal zum nächsten Autohaus fahren. Ja. Irgendwo, jetzt möchte ich mir Holikas angucken. Ich glaube, in irgendeinem Busch. Gab's da nicht auch Jetpacks? Da gab's einen Tisch, glaube ich, damals. Ja, die wurden... Ja, genau, allerdings. Der ist aber nicht mehr da. Mhm. Kein Problem, diese Kabel hier zusammenstecken und dann funktioniert das schon. Aber nicht, keine kriminelle Erinnerung. Nein. Ich habe keine kriminelle Vergangenheit. Ich habe lediglich ein Fahrzeug kurz geschlossen. Ich habe so das Gefühl, dass es gefährlich werden könnte. Jetzt die nächste links und dann geht's rechts in die Tiefgarage rein. Also hier links und hier rechts in die Tiefgarage. Und dann links, nach links durch und da sind alle Autos. Hinten an dem wunderschönen Toilettenhäuschen. Wir brauchen jemanden, glaube ich, der das schöner macht. Ja. An dem Klo kaufe ich ein Auto. Ja, genau. Natürlich. Irgendeinem zwielichtigen Typ in einem Dixie-Klo kaufe ich ein heiliges Fahrzeug, selbstverständlich. Wo das denn auch sonst? Hallo, heiliges... Dixie-Klo, ich würde mir gerne einmal Fahrzeuge ansehen. Okay, das funktioniert. Nun, dann werde ich mich auf die Suche nach weiteren Jüngern für die heilige Raute begeben. Erfolg. Ja, ich suche mal nach ein paar Polizisten. Ne? Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Wenn bei den Kopf ebenso. Wird, ne? Ah, hier gibt's das Free Money. Wir haben jemanden für Sie. Sei gegrüßt, Bruder Jamie. Vater, ihr seid... Oh, ich hab für euch gebetet. Ich hab die ganze Zeit für euch gebetet. Oh ja. Dieser Polizist da vorne ist von einem Dämon besessen. Mit eurer Hilfe hätte ich ihn besiegt, doch es, wir müssen da dringend müssen wir da ran. Okay. Haben wir die Unterstützung von Long Shen? Können Sie zaubern? Haben Sie Kräfte? Nein, ich kann Dämonen brennen lassen. Gut, das hilft. Ist ein Anfang, oder? Das hilft. Ich arbeite an mehr, gerade mit einer Maske aus einer Bank gerannt. Hallo? Mein Sohn? Oh. Das ist keine Maske, ihr habt einen ziemlich großen Leberfleck. Nee. Was ist mit euch passiert? Ich habe einen Schornstein sauber gemacht. Und warum habt ihr euch nicht gewaschen danach? Ich hab's probiert, ging leider nicht. Ich verspüre eine Lüge, Vater.
Ich auch. Eine Lüge? Ich glaube, es handelt sich hier um ein, wie sagt man, Bruder Jamie, um ein 1A Paulanergarten. Ja, das ist nämlich, du Dämon! Ich bin ein alter Mann, warum? Geht den fort und sündigt. Nee, sündigt nicht. Gesteht zu euren Sünden und werdet gelobt Besserung. Oh, Entschuldigung, das war mit Absicht. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Das ist eben schon so gewesen. Jetzt spürt ihr die Kraft der heiligen Raute! Jamie, töte ihn! Okay, ich töte ihn! Los, raus. Sterbt, sterbt. Oh Gott! Dieser Herr macht Fotos. Notfall. Ich werde die Polizei anrufen. Jo, hier ist Gamboberg, wie kann ich weiter? Gamboberg, an der Bank wird, werden Leute bedroht. Ein Schläger. Er hat einen roten Pullover an und Farbe im Gesicht. Nein. Er rennt über die Straße. Er hat gerade versucht, das heilige Auto der heiligen Raute zu stehlen. Steht gerade daneben und hat Bruder Jamie auf brutalste Art und Weise niedergeschlagen. Ich gehe nicht wieder in den Kopf. Rennt im Kreis vor der Meeting Point. Jetzt auf die Meeting Point. Okay, ich schicke gleich jemanden vorbei. Hab Dank. Vater, hört man mich? Ja. Auf dem Boden liegen ist okay, Vater, ja, ne? Auf, wenn man redet, so, auf dem Boden. Ja, ich mein, kein Problem. Ja, also. Ich bete auch einfach weiter. Ja, ja, ja. Sehen Sie das auch, Vater, wie ich bete hier? Ja, ich könnte nun, mich erlösen. Amela. Amela, Amela, Amela. Ach, Longchen. Ja, ich glaube, ich habe alle erlöst, die hier leben. Ja. Mir geht's auch auf einmal wieder besser. Nun, unsere Mediziner sind halt faul und arbeiten noch nicht richtig. Da muss man halt mit göttlicher Kraft... Liegt wahrscheinlich am Personalmangel. Ja, ich glaube. Nun, ich teile meinen Kontakt mit euch. Könnt ihr mich mal anrufen, bitte? Habt Dank, Bankberater. Ja. Habt sehr gerne. Großen ich Dank. Hasse Bankberater. Alles Abzocker. Ist halt ein real Banker. Like a cat.